Ja, hallo zusammen. In dem letzten Video haben wir die Frage gestellt, wie kommt jemand dazu, dass er sich mit dieser Thematik einfach näher befasst? Und da hat Jakob so ein bisschen aus seiner persönlichen Lebensgeschichte erzählt. Jetzt wollen wir aber auch so ein bisschen allgemeiner fragen. Und da frage ich natürlich auch dich, Jakob, wenn jetzt einfach jemand da ist, der glaubt bereits an Jesus und er hat es auf dem Herzen, auch auf Fragen antworten zu können und einfach ein kompetenter, auch rational, argumentativer Zeuge für Jesus zu sein, da wir glauben, wenn du glaubst, schmeißt du deinen Verstand nicht über Bord. Was könnte man so jemanden ganz praktisch ans Herz legen? Weil ich habe es ja schon gesagt, man wird nicht also über Nacht zu einem Experten in dieser Sache. Es kostet Geduld, es kostet auch, ich sag mal, Enttäuschungen oder Rückschläge, es kostet Unterhaltungen, wenn man sich Fragen und Kritik aussetzt, dass man auch an den Punkt kommt, wo man sagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll oder ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Das ist frustriert, man fühlt sich da auch ein Stück weit schuldig, also so kenne ich es zumindest von mir. Wichtig ist, dass wir aber anfangen. Und wir wissen ja als Christen, auch wenn wir Versager sind, auch in diesem Bereich, Gottes Gnade ist einfach, setzt immer noch einen drauf. Es gibt immer noch mehr Gnade, als wir versagen könnten. Und deswegen hoffe ich, dass wir auch so ein bisschen Mut machen können, dass wir Christen aus unserem Schneckenhaus rauskommen, dass wir uns auch so ein bisschen Leuten, übertrieben gesagt, auf dem Präsentierteller ausliefern, uns einfach mal sozusagen auf Gespräche und auch ungemütliche Gespräche einlassen und dabei aber auch wirklich Schritte des Wachstums tun, und zwar ein Schritt nach dem anderen. Und deshalb sag doch mal ein paar Takte dazu, wie kann da jemand ganz praktisch anfangen? Also ich denke, dass es stark davon abhängt, wo die Person herkommt. Und man kann in einer Ausgangssituation sein, wo man selbst Zweifel hat. Man kann einfach sagen, ich möchte, wenn ich in so eine Situation gerate, fit sein, dass ich die richtige Antwort habe oder zumindest die richtige Richtung geben kann. Man kann aber auch in einer Situation sein, wo man einen konkreten Fall hat, also eine konkrete Frage. Und ich denke, das Vorgehen hängt auch ganz stark davon ab, in welcher Situation man sich persönlich befindet. Weil es gibt Literatur, es gibt so viele Bücher in so viele verschiedene Richtungen und zu so vielen verschiedenen Themen. Und man kann da sehr leicht den Überblick verlieren. Also ich denke, ein guter Weg ist, wenn man wirklich schon Menschen kennt, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Das heißt, man weiß, diese Person oder die Person hat sich mit der Thematik schon auseinandergesetzt. Oder dieser Person vertraue ich. Da weiß ich, die Antworten sind wohl überdacht. Und dann frage ich einfach mal, ob sie was weiß. Weil die Gefahr ist, wenn man einfach anfängt, Bücher zu lesen, so wie ich es als Teenager gemacht habe, wo man Antworten erwartet, kann man Antworten bekommen, die dann unvollständig sind oder sehr wertend in eine Richtung. Und wenn man sich wirklich, wenn man eine konkrete Frage hat, denke ich mal, kann man auch konkret was zu dem Thema finden. Und es gibt in vielen Gemeinden wirklich Menschen, die sich auch damit beschäftigen, weil es ist bei uns kein Randphänomen mehr, dass wir uns verteidigen müssen gegenüber Anschuldigern. Und ich denke mal, wenn, ja, wenn man so Personen nicht hat, wenn man so Menschen nicht hat, dann kann Gott es auch einem aufs Herz legen. Also ihr könnt uns auch gerne kontaktieren und wir können schauen, ob wir Literatur haben, ob wir ein gutes Video haben, wirklich biblisch fundierte Quellen. Ja, und was da auch vielleicht erwähnenswert ist, wir beide sind ja aus der Hoffnungskirche Kaiserslautern und die meisten in unserer Gemeinde wissen es, denke ich auch, dass wir quasi schon ein eigenes Apologetik-Team in unserer Gemeinde haben, wodurch wir auch ein Signal setzen wollen, dass wir eben nicht eine Gemeinschaft von überzeugten Menschen sein wollen, die einfach die Dinge glaubt, weil sie glaubt. Also, ne, dass wir auch sagen wollen, einmal aus der Überzeugung heraus, dass der Glaube wirklich rational begründbar ist oder argumentativ Sinn macht, aber auch aus der Überzeugung, dass wir unsere Mitmenschen genug lieben wollen, um ihnen Antwort geben zu können, haben wir auch ein Team in unserer Gemeinde. Vielleicht weiß es der ein oder andere gar nicht und überlegt sogar oder fängt Feuer und würde gerne mal auf Jakob zugehen, dann sehr gerne, um sich diesem Team anzuschließen. Also erster Punkt quasi, den du genannt hast, war, finde Leute, die dir auch in dieser Hinsicht weiterhelfen können,
die nicht einfach sagen, hey, solche Fragen stellt man hier nicht, sondern die vielleicht auch selbst da Erfahrungen gemacht haben. Also finde richtige, gute Leute für diese Sache. Gibt es noch eine weitere Sache, die du sehen würdest? Ja, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man kann Bücher lesen, die sehr kompliziert sind, die sehr komplex sind, die sehr tief ins Philosophische reingehen. Und ja, für viele Menschen ist das kein Einstieg. Ja. Dann fängt man mit dem Buch an und versteht wenig. Mhm. Und ja, es ist halt so, dass es verschiedene Bücher zum Einstieg gibt. Ich denke, wir werden auch ein paar in die Videobeschreibung noch reinschreiben, die wirklich für den Einstieg gut sind, für jemanden, der ganz neu auf dem Gebiet ist. Mhm. Und da gibt es auch deutschsprachige Literatur, die ja, so ein paar typische Fragen, die immer wieder auftauchen, beleuchtet. Ja. Weil wenn wir an Apologetik denken, es gibt Apologetik, was die Geschichte angeht, also mhm, die Historizität, ja, Zität, der dann, Exodus und richtig, ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben, das sind alles historische Fragen. Genau, dann ja, die Wahrheit der Bibel. Ja. Ist die Bibel eine Zusammenstellung von Schriften, die irgendwann mal später entstanden sind, mhm, oder sind das wirklich Augenzeugenberichte? Ja, ja, ja. Und ja, wie zuverlässig ist so eine alte Schrift, in Anführungsstrichen. Mhm. Da gibt es wirklich sehr viel und sehr viel Überzeugendes. Auch Zeugnisse von Menschen, die sich aufgemacht haben, um gerade das zu widerlegen, dass die mhm, Bibel wirklich Gottes Wort ist oder dass die wirklich zuverlässig ist und die dadurch Christen wurden. Ja, ja. Und es gibt natürlich dann noch die philosophische Richtung, ist auch nicht jedermanns Ding, weil das für viele nicht praktisch genug ist. Ja. Und so gibt es eben verschiedene Bereiche, wozu es gute Literatur gibt. Und aber quasi, was du sagen willst, ist, wichtig ist, wenn man Anfänger ist, wenn man seine ersten Schritte geht, dann sich nicht mit so einem Wälzer zu erschlagen, der einen nur frustriert und einem noch mehr Fragezeichen quasi aufwirft, sondern eher ein einfaches Buch. Und wie Jakob schon gesagt hat, wir werden auch, denke ich, einmal ein paar Buchempfehlungen in die Videobeschreibung machen. Wir werden aber auch noch Videos zu einzelnen Büchern drehen und Buchempfehlungen geben. Ja, also gute Bücher, die auch quasi der eigenen Lebenssituation oder den Fragen, die man sich gerade stellt, bestmöglich angepasst ist. Also Menschen, Bücher. Gibt es noch eine weitere Sache, die du jetzt nennen würdest? Ja, natürlich gibt es sehr viel auch im Internet, an Vorträgen, mhm, an Debatten. Da muss man allerdings auch aufpassen, ja, weil es da auch viele verschiedene Denkrichtungen gibt. Und ja, aus einer Debatte kann man noch lange nicht ableiten, was denn jetzt wirklich die wahre Position ist. Häufig werden da eben zwei verschiedene Positionen gegenübergestellt und häufig ist es bei Debatten so, wer ist rhetorisch geschickter. Ja. Deswegen muss man das auch immer mit einer bestimmten Distanz sehen. Mhm. Für die meisten Menschen ist es einfach so. Und das ist meine Erfahrung. Sie glauben Autoritäten. Mhm. Wie viele Professoren haben gesagt, dass das ja, so und so ist? 5 Wissenschaftler haben gesagt, das ist sowas. 50 ja, Wissenschaftler haben gesagt, das ist sowas. Also stimmt das, was die 50 ja, Wissenschaftler gesagt haben. Mhm. Ja. Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen eine Gefahr, in der wir stehen, dass wir eher auf so eine Autorität hören, ja, als dass anstatt wir wirklich auf die zugrunde liegenden Fakten, ne, und so Argumente. Richtig. Ja, ja, genau. Und ja, ja, wir sind immer in der Gefahr, auch Dinge aus dem Kontext zu ziehen. Mhm. Das heißt, wenn wir etwas nicht verstehen, dann ein, zwei Argumente für etwas zu hören und dann aufzuhören ja, und dann überzeugt davon zu sein. Ja. Und deswegen, ich denke, das ist ein langer Prozess. Ja, woran ich mich gerade erinnere, Stichwort Autoritäten, weil auf YouTube, da gibt es wirklich gerade auch im englischsprachigen Bereich einige sehr, sehr spannende Debatten. Ja, also zum Beispiel William Craig gegen Sam Harris, genau. Und es ist interessant, dann da die Argumente drunter zu lesen, weil der eine sagt, oh Mann, Sam Harris hat William Lane Craig total zerstört, und ein paar Kommentare drunter sagt einer genau das Gegenteil. Boah, William Lane Craig hat Sam Harris total zerstört. Und das zeigt auch so ein bisschen, wenn wir uns mit der Thematik befassen, wir gehen nie neutral an so eine Sache ran, sondern jemand hört zum Beispiel eine Debatte zwischen Christ und Atheist und er ist bereits auf der Seite des Atheisten und will nur Nahrung haben, um sich selbst in seiner Position sicher zu fühlen. Weißt du, da ist wieder, man möchte gerne von Autoritäten hören, hm, ja, du bist richtig, du bist richtig. Und deswegen ist kein Mensch da auch neutral, was die Sache natürlich unheimlich schwer macht. Ne? Hm. Genau, also Menschen, Bücher, auch sowas wie Debatten, Internet als Recherchefeld benutzen. Fällt dir noch was ein?
Also du hast ja so einen schönen Blog dabei. Da dachte ich, das wäre doch auch mal hilfreich, das zu zeigen, weil das ja auch so eine ganz praktische Sache einfach ist, okay, ja, die dann weiterhilft. Ja, das ist einfach so ein Notizblock mit verschiedenen Sprüchen drauf, wo man sich einfach aufschreiben kann, wenn man persönlich nicht ein Superbrain ist, dass sich alles merkt, was es gerade liest, um einfach in bestimmten Situationen auch bestimmte Zitate bringen zu können oder Zusammenhänge. Mhm. Oder wenn eine Frage kommt, dann zu sagen, pass auf, wenn ich herausfinden will, ob etwas historisch ist, und dann lernt man das wahrscheinlich dann auswendig, dann achte ich auf die Grundprinzipien der Geschichtsschreibung beispielsweise. Ich gucke nach einem bibliografischen Test, ob dieser historische Text eine innere Schlüssigkeit besitzt und ob es äußere Beweise gibt beispielsweise. Mhm. Und das heißt, wenn ich historische Texte betrachte, und viele lehnen eben historische Texte ab als Quelle von Wahrheit heutzutage, eben weil sie sagen, man kann sie nicht dieser strengen wissenschaftlichen Methode unterziehen, ziehen mit immer wiederholte Versuche oder Tests. Ja, weil die Vergangenheit kann man nicht wiederholen, in der Gegenwart, genau. Richtig, ja. Jedoch ist es sehr inkonsistent, weil wir vieles auf Vergangenheit aufbauen. Ja, unser ganzes Justizsystem baut ja darauf auf, dass die Vergangenheit prüfbar ist. Jetzt zum Beispiel, hat er den Mord begangen oder nicht, kannst du zwar nicht zurückgehen, falls nicht gerade eine Kamera an war, und selbst dann ist heutzutage ja alles möglich mit Videobearbeitung und so weiter, aber man glaubt ja, wir können aufgrund von Indizien und Beweisen die Vergangenheit sozusagen erkennen, zumindest in vielen Fällen, ne, wenn dann auch genug Indizien vorhanden sind. Vielleicht noch, also ich habe hier auch, also ich habe hier zum Beispiel so Karteikarten, die mir dabei weiterhelfen, auch Argumente oder Antworten auf Fragen einfach erstmal auswendig zu lernen. Und meine Absicht dabei ist nicht, Leuten einfach wie so ein Computer was zu antworten, sondern einfach in der Lage zu sein, meine Überzeugung so auszudrücken, wie ich es gerne ausdrücken würde, weil manchmal gerade auch in so Diskussionen ist da so ein gewisses Maß an Aufregung oder Hippeligkeit und dann erinnert man sich an viele Sachen nicht mehr. Deswegen denke ich, es ist auf jeden Fall sinnvoll, so irgendwie so eine Art System zu haben, wo man sich auch Grundargumente aufschreibt und sie auswendig lernt. Ich gebe einfach nochmal ein Beispiel. Warum macht es Sinn, der Bibel zu glauben? Und natürlich fordern einige Aussagen in dieser Antwort eine nähere Besprechung, aber es hilft mir erstmal quasi Antwort zu geben, wenn ich das gefragt werde, warum macht es Sinn, der Bibel zu glauben? Es macht Sinn, der Bibel zu glauben, weil es eine Zusammenstellung historisch zuverlässiger Dokumente ist, welche von Augenzeugen zur Zeit anderer Augenzeugen niedergeschrieben wurden und von übernatürlichen Ereignissen berichten, welche zuvor prophetisch angekündigt waren, weshalb ihr Ursprung göttlicher Natur ist. Wie gesagt, das ist jetzt mal so eine kurze Salopp-Antwort und dann kann man aber darüber auch ins Gespräch kommen. Insofern würde ich das auch noch nennen als so ein nützliches Tool, nicht nur Bücher zu lesen, ne, und sie dann wieder ins Regal zu stellen, sondern, und da kommt ja auch so die Wichtigkeit, auch vielleicht Dinge zu markieren. Ne? Also wenn man Bücher liest und dann sagt man, wow, das ist richtig, richtig gut oder so, dass man sich das markiert, vielleicht auch rausschreibt auf die eine oder andere Seite, weil heute haben wir so viel Information, man kann alles in 3 Sekunden googeln, aber trotzdem tun viele einfach nur die Informationen durchrattern lassen, wie so nach dem Motto hier rein, da raus. Aber Dinge tiefgründig zu durchdenken und sie dann auch parat zu haben, verinnerlicht zu haben, das ist halt auch heute, denke ich, besonders wichtig. Da fällt mir auch noch ein wichtiger Punkt ein, den ich ja noch ergänzen möchte zum Thema einfach Informationen weitergeben. Ja. Meine Erfahrung ist, dass Menschen häufig, wenn sie Anschuldigungen bringen, gar nicht diese Anschuldigungen als eigentlichen Grund haben, warum sie nicht an einen Gott glauben. Und es ist häufig so, auch wenn man mal bei sich selbst schaut, wenn man Zweifel hat, kommen die Zweifel wirklich aufgrund dieser Frage oder hat man eigentlich ein anderes Problem im Christentum? Deswegen ist das Vorgehen auch extrem wichtig. Ja, ich habe direkt ein Beispiel, weil es kam, eine Frau kann fragen und ich habe das erlebt, ja, warum lässt Gott so viel Leid zu? Und dann, wenn man die Person aber näher kennenlernt und nicht einfach eine rationale Antwort gibt, Gott lässt Leid zu, weil, sondern einfach auch die Person sieht, was ja auch sehr wichtig ist, ne? Dass man die Person sieht, das Herz der Person, wie es auch Jesus gemacht hat. Mhm. Und dann lerne ich die Person näher kennen und dann plötzlich heißt es, Gott hat mir meinen Bruder genommen und ihr Bruder ist beim Autounfall gestorben. Also sie hatte das, was ganz, ganz tief in einer Verletzung im Herzen so gewurzelt ist, eine Wut, die sie auf Gott hatte, hat sie dann in eine
in eine rationale Frage gepackt. Aber da ist natürlich ganz genau, deswegen super, dass du das auch aufbringst, da ist ganz wichtig, dass wir auch wirklich die Person sehen und nicht einfach nur die rationale Ebene. Ja. Richtig, genau. Also, weil häufig ist das dann wie gegen eine Mauer reden. Ja. Und wir kennen das ja auch aus persönlichen Beziehungen. Wenn wir irgendwann, also einen Konflikt auf einer anderen Ebene austragen, als wo eigentlich der Konflikt liegt, dann wird man den Konflikt nie lösen. Ja. Und genauso ist es auch mit so Fragen, die wir persönlich haben oder die andere haben. Der Konflikt liegt meistens auch woanders. Also, ja. Und mein Lieblingsbild eigentlich, um zu zeigen, wie das bei uns Menschen so häufig ist und was auch meine Erfahrung jetzt immer und immer wieder wiederholt zeigt, die Bibel sagt, jeder Mensch weiß von Gott, auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und bei uns ist es häufig so, dass wir dann diesen inneren Konflikt mit Gott haben, weil die Bibel sagt, jeder Mensch wird in die Sünde hineingeboren. Und wir wollen uns vor Gott verstecken, dieser Reflex, den der Mensch hat, sich vor einem heiligen Gott, der keine Sünde duldet, zu verstecken. Und häufig ist es so, dass wir dann wie so eine Zwiebel ganz viele Schalen haben. Und wir bauen immer mehr Schilde um uns herum, die sozusagen das eigentliche Problem verdecken. Ja, stimmt. Und irgendwann mal haben wir dann so viele Schalen um uns herum, dass wir so dann abgestumpft werden gegen jegliche Argumente, das lächerlich finden, uns überheblich oder überheblich gegenüber anderen agieren, dass das eigentliche Problem gar nicht gepackt wird. Ja. Und bei Apologetik geht es auch nicht darum, einfach nur gegen jemanden zu debattieren oder mit jemandem zu reden und einfach nur Recht zu haben. Wenn das Ziel ist, dann ist Apologetik total fehlgeschlagen. Ja, ja, ja. Im Prinzip geht es darum, genau diese Schalen eine nach dem anderen zu entfernen und zum Kern der Sache zu kommen. Was ist eigentlich das Problem? Ja, also da wir hier YouTube-Videos drehen, die auch für alle zugänglich sind, vielleicht war das gerade ein Schock für so manchen Nicht-Christen, der auf das Video gestoßen ist, dass du gesagt hast, jeder weiß im Grunde von Gott. Ne? Mhm. Und jeder ist in Sünde geboren. Also der Mensch ist nicht irgendwie moralisch gut oder gar neutral geboren, sondern in Sünde. Wer davon vielleicht geschockt ist und das einfach mal mit eigenen Augen sehen will, hier einfach die Bibelstellen. Ich gebe jetzt nur mal das Kapitel, den genauen Vers weiß ich jeweils nicht, aber wichtige Bibelstellen hierzu sind Römerbrief Kapitel 1 im Neuen Testament, Johannes Kapitel 3, da ist auch die Rede davon, dass die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Denn jeder, der das Böse tut, kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden und so weiter. Aber da ist auch wichtig, das ganze Kapitel zu lesen, da auch dann die Rolle von Jesus und wie er Licht bringt und uns nicht richtet, sondern rettet, wenn wir an ihn glauben, da auch mit reingebracht wird. Okay, ich habe das Gefühl, unser Video ist langsam schon ein bisschen lang, aber sag gerne noch was. Also vielen Dank für die Ergänzung der Bibelvers. Ich denke, das ist wirklich sehr wichtig und als einen kleinen Anreiz, wenn wirklich Menschen dieses Video schauen oder du das Video schaust und nicht an Gott glaubst, es ist so, dass die Bibel als Gesamtbild betrachtet werden muss. Häufig ist es eben dann so, dass man bestimmte Dinge aus dem Kontext reißt und wenn man aus einem anderen Weltbild kommt, dann sind die einem viele Dinge nicht zugänglich und die werden einem zugänglich, wenn man sich eben damit beschäftigt, wirklich intensiv damit beschäftigt und aufrichtig. Ja, okay, dann machen wir hier mal einen Punkt und hoffen, dass es mit euch allen im nächsten Video weitergeht. Bis dann. Bis bald.